Episode 5. Ja, 5. Datenschutz. Die Cloud, ist die eigentlich sicher? Und was, wenn meine ganzen Daten jetzt von meinem lokalen Server hochgeladen werden? Was passiert dann? Dann sind sie in der Cloud. Und ich lebe trotzdem weiter. Okay, ja, gucken Sie das Thema mal an, Datenschutz. Für viele, also ich spreche regelmäßig mit Kanzleien über das Thema Software-Einführung. Sobald ich das Thema Cloud, was auch immer Cloud für euch alle bedeutet, am Ende ist die Cloud eine andere Art und Weise der Datenspeicherung, aufkommt, leuchten bei vielen die Alarmglocken auf. Ich will noch mal ganz kurz, das geht ja nicht nur um Datenspeicherung. Mhm. Es geht ja darum, dass alles weg ist. Mhm. Auch die Anwendung ist in der Wolke. Hm. So, und das heißt, die Anwendung wird in der Wolke genutzt. Ich weiß nicht, wo läuft die? Nicht auf meinem Server in meiner Kanzlei? Spannend, ne? Weil wusste ich vorher als User, wo das läuft? Im linken Kellerraum oder im rechten Kellerraum? Nee, wusste ich nicht. Ich meine, das ist ja dieses Thema mit ASP, ne? Ganz früher, Application Service Providing, war so irgendwie so eine Programmiersprache. Mhm. Gab es so Webseiten, ne, mit .aspx, mhm, also die ersten Web-Applets. Dann wurde ASP, was heißt das eigentlich jetzt? Vermittlung im Rechenzentrum. ASP. Application Service Provider. Ja. Und ich weiß immer noch nicht, wo die Server sind. Nicht bei mir im Haus. So, und jetzt kommt die eigentliche Komponente, die sich ändert, ist nämlich, ich habe keine Software mehr auf meinem Windows-Client, sondern ich habe sie im Browser. Mhm. Das ist doch das eigentliche, was sich geändert, oder? Ja. Ja, also. Alles andere kann ich vorher erklären mit dem Anbieter. Richtig. Wie macht ihr das? Wie machen wir das? Ja. Also wir arbeiten letztlich, oder DevSign ist auch eine browserbasierte Lösung. Das heißt, wir wollen euch Fernsignaturen ermöglichen. Wir wollen euch und eure Kunden entlasten. Wir wollen keine weitere Installation, keine weitere Hardware und das Ganze natürlich auch nicht bei euren Kunden. Was machen wir? Wir arbeiten mit der AWS zusammen. Ja, ist ein amerikanischer Anbieter. Stopp. Was ist denn AWS? Was ist die AWS? Amazon Web Services. Okay, das heißt, Jeff Bezos, auch wenn er nicht mehr aktiv arbeitet, liest mit. Immer und jederzeit. Nein, natürlich nicht. Die AWS ist letztlich der Marktführer beim Thema Datensicherheit und Datenverarbeitung. Das heißt, was haben wir? Wir arbeiten in einer sogenannten Public Cloud und jeder Kunde, der mit uns arbeitet, bekommt einen eigenen digitalen Arbeitsraum. Jetzt muss ich nochmal, Public Cloud heißt, es gibt auch eine Private Cloud? Es gibt auch eine Private Cloud. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Sachen? Eine Public Cloud ist eine Cloud, also ein Rechenzentrum, was publik, also dann mal nicht publik, was allen Leuten bereitgestellt wird, in denen man wirklich unterschiedliche Arbeitsräume nebeneinander hat. Okay. Und eine Private Cloud ist etwas, was nur für ein Unternehmen konkret bereitgestellt werden würde. Okay. Warum macht ihr das nicht in der Private Cloud? Weil die Public Cloud bereits so sicher ist, dass es keine wirtschaftlichen Vorteile hat, für Unternehmen eine Private Cloud zu wechseln. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich als Softwarehersteller oder ihr als Softwarehersteller, ich bin überzeugt davon, das ist so sicher. Gibt es eine Kontrollinstanz, die das bestätigt und regelmäßig prüft? Ja, das sind die guten Nachrichten. Und zwar hat die AWS alle notwendigen ISO-Zertifikate geliefert und das überzeugt mich persönlich als jemand, der beraterisch unterwegs ist, am meisten, wir haben ein sogenanntes C5-Zertifikat bekommen. Das C5-Zertifikat ist aktuell das Zertifikat vom BSI, also vom Bundesamt für Sicherheit in der IT-Infrastruktur, was den höchsten Datenschutzanforderungen gerecht wird. Und die AWS hat als einziges Land für Deutschland zum ersten Mal weltweit verraten, wo ihre Standorte wirklich sind. Das mussten sie für dieses C5-Zertifikat machen. Und das war auch ein Grund dafür, dass wir uns trotz dessen, die AWS ein amerikanischer Anbieter ist, für sie entschieden haben, weil es aus wirtschaftlichen und auch einfach aus Software-Gesichtspunkten ein sinnvoller Schritt war für uns. Jetzt mal hier, wie man in Hamburg sagt, Butter bei den Fische. Ja. Wo liegen denn jetzt die Daten? Wo liegen die Daten? In der Schweiz? Frankfurt am Main. Okay. Und ausschließlich in Frankfurt am Main. Butter bei den Fische, wir haben zwei Server. Wir haben einen Server, auf den die Dokumente hochgeladen werden. Und immer wenn ihr Dokumente hochladet, mein Deutsch ist sehr gut, gibt es eine Spiegeldatei. Das heißt, alle Dokumente werden nochmal gespiegelt. Das heißt, falls im ersten Rechenzentrum irgendwann mal etwas passieren sollte, haben wir immer eine sogenannte Backup-Datei. So, und wir haben auch zusätzlich natürlich ein DSGVO-konformes Löschkonzept. Wenn die Dokumente also unterschrieben worden sind, runtergeladen worden sind und gelöscht werden, wird die Spiegeldatei
30 Tage später gelöscht. Nach 30 Tagen ist nichts mehr von dem auf einem Rechenzentrum in Frankfurt. Ich schicke dir ein Dokument, was du für mich unterschreiben sollst. Ja. Wenn du 30 Tage lang nicht darauf reagierst, dann ist am Tag 31 das Dokument weg. Richtig. Obwohl du nicht unterschrieben hast und die Aufgabe nicht erledigt ist. Das ist ein anderer Punkt. Also mit der Annahme, ich lade jemanden ein, ne? Paul lädt mich ein, ein Dokument mit Develop Science unterschreiben. Gibt eine Funktion, ohne jetzt zu sehr in die Funktion abzutauchen. Ich weiß, der Paul ist ganz schön beschäftigt. Ich stelle ihm mal eine Erinnerung ein nach 3 Tagen. Paul, ich brauche deine Unterschrift. So, und das Löschkonzept startet erst, wenn der Paul und ich unterschrieben haben. Das heißt also, wir stellen auf jeden Fall sicher, dass das Dokument natürlich nicht gelöscht wird, bevor es nicht unterschrieben wurde und auch heruntergeladen wurde. Hast du gehört? Timmy wollte auch was sagen. Timmy? Ja. Timmy hat auf dem Flur gerade gebellt und meinte, er muss mal was mitteilen. Ja. Also Timmy ist unser Feel-Good-Manager hier bei der HSP. Guck mal auf der Website HSP-Software ganz unten, scrollen Team, da findet ihr Timmy. Ja, ich habe Timmy morgen direkt begrüßt mit einer großen Streichleinheit. Ja, hat auch nicht gebellt, also von daher hat er dich akzeptiert. Und damit muss das, was du gerade gesagt hast, auch stimmen. Ich bin Teil der Familie, Leute. Ja, ja. Vielen Dank. Also jetzt nochmal zurück. Das heißt, ich stelle dir eine Aufgabe ein, Dokument ein, du erledigst es nicht nach 30 Tagen, bleibst immer noch stehen, sondern es wird erst dann gelöscht, wenn der komplette Vorgang abgeschlossen ist. Ganz genau. Ja. Heißt also, das Dokument liegt für die Bearbeitungszeit auf dem Rechenzentrum in Frankfurt. Unterschriften werden abgesetzt. Ja. Ihr ladet das Dokument herunter, speichert es an einem Ort eurer Wahl, ob es ein Dokumentmanagement ist oder wir integrieren es. Ne? Das heißt also, es wird sowieso schon aus einem Bestandssystem HSP OptiTax genutzt und dann kann es in einem Dokumentmanagement-System abgelegt und gespeichert werden. Das heißt, die eigentliche Situation oder Fragestellung ist, vertraue ich dem Anbieter, dass er das Dokument, was er für 30 Tage vorhält, sicher verwahrt? Ja. So, jetzt weiß ich aus eigener Erfahrung, wir sind ja mit der OptiTax Cloud mittlerweile auch in einer Wolke oder in einem Rechenzentrum unterwegs, dass wir sehr viel Zeit und Energie bei uns selbst, bei der HSP, in das Thema Datenschutz investieren durften. Mhm. Ich sage mit Absicht durften, weil ich viel gelernt habe und wir viel Sicherheit eingebaut haben. Das heißt, bei uns ist es so, sämtliche Daten werden verschlüsselt gespeichert. Das heißt, irgendjemand, der im Rechenzentrum arbeitet, die Server wartet, was auch immer, sieht die Daten nicht im Klartext, der kommt dann nicht dran. Ja. Ist bei euch genauso, oder? Ganz genau. Alle Daten, die hochgeladen werden, also wir machen es mal ganz konkret pragmatisch, wir haben einen Arbeitsvertrag, ich lade den hoch auf den Server, der wird verschlüsselt hochgeladen. Niemand von der AWS und auch kein anderer Mitarbeiter eurer Kanzlei kann auf dieses Dokument zugreifen. Dann wird es unterschrieben, ihr könnt es herunterladen und es wird letztlich gelöscht. Das heißt also, alle Daten werden verschlüsselt gespeichert und werden dort auch, also niemandem Dritten, zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich ganz wichtig, um DSGVO-konform zu arbeiten. Ja. Wir haben, oder nicht wir, du hast, die Developer hat ein Factsheet zum Thema digitaler Unterschrift. Wir können hier mal gerade auf meinen Bildschirm wechseln, wenn die Regie das macht. Und wir springen mal genau auf die Seite 7, war das, ne? Genau. So, da geht es um so ein paar Daten in der Cloud und so weiter. Wir werden das Dokument jetzt nicht vorlesen, auch wenn wir das vorgehabt haben, euch das komplette Dokument vorzulesen in dieser Folge, um das so richtig spannend zu gestalten. Ja. Aber wir werden es verlinken. Auf jeden Fall. Unter der Folge. Da findet ihr das Dokument dann, könnt euch das anschauen und durchlesen. Und eure Fragen, die ihr dazu habt, dann bitte unbedingt in die Kommentierung oder auch nach PN Private, private Nachricht. Auf jeden Fall. Warum sagt man eigentlich in einem englischen Forum auch PN? Private Notification? Könnte sein. Hm. Ja. Okay, also schickt uns eine Nachricht, entweder als Kommentar oder direkt persönlich, wenn ihr noch Fragen dazu habt und was für Erfahrungen auch wir bei der HSP gemacht haben in Bezug auf Datenschutz und mit der Entwicklung in der Cloud, was da alles mit dran hängt. Das ist ein spannendes und wichtiges Thema, deswegen lasst uns da transparent drüber sprechen. Danke für euer Feedback. Sind gespannt, macht's gut, bis bald. Ciao. Nächste Woche. Ciao.